Hallo ihr Lieben, heute geht es um Schlangen beim Pilzesammeln entdecken. Oh je, werde ich jetzt sterben? Muss ich Angst haben? All das jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ihr seid unterwegs und wollt Pilze sammeln, auf einmal passiert euch das. Eine Schlange! So, ganz ruhig bleiben. Das hier ist nicht nur irgendeine Schlange. Das ist eine Ringelnatter. Eine wunderschöne Ringelnatter. Und vor der Ringelnatter brauchen wir uns wirklich nicht fürchten, denn sie ist ungefährlich. Aber es gibt auch Schlangen, die können gefährlich werden, auch bei uns in Deutschland, nämlich die Kreuzotter. Daher kann man nicht direkt sagen, hey, wenn ihr Pilze suchen geht, keine Angst vor Schlangen, die tun euch nichts. Nein, in der Regel tun euch Schlangen bei uns in Deutschland wirklich nichts. Die Ringelnatter ist so die häufigste Art, die wir im Wald beim Pilzesammeln entdecken können. Sie jagt im Wald vor allem Grasfrösche, Erdkröten und sogar Feuersalamander werden von Ringelnattern gefressen, obwohl sie giftig sind. Habe ich schon selbst erlebt. Also, die Ringelnatter, die könnt ihr übrigens daran erkennen, die hat, da sieht man's, ich hoffe, die kommt jetzt mal raus, da. Die hat einen wunderschönen Halbmond, der ist hier so ein bisschen gelb gezeichnet. Man sagt auch die Krone der Schlange, des Schlangenkopfs, ja, von der Ringelnatter. Der kann aber, der ist nicht mal gelblich, der ist auch manchmal weißlich, der ist auch manchmal gräulich. Manchmal ist der auch gar nicht vorhanden. Das ist also von den Farbzeichnungen bei Ringelnattern sehr, sehr variabel und unterschiedlich, je nach Region. Aber wenn wir uns ihr Auge angucken, das sieht man bei der sehr schlecht, sie hat sehr dunkle Augen. Aber die Augen der Schlange in Deutschland sagen schon alles. Ist die Pupille rund? Ist sie nicht, ich lasse sie mal kurz eben frei, da blitzt sie. Ist die Pupille rund, ist sie nicht giftig. Hat sie einen Spalt, ist sie also ein Schlitz wie eine Katze, dann ist sie giftig. Dann kann das die Kreuzotter, die Wiesenotter oder die Aspiswipper sein. Und das kann man tatsächlich schon von etwas Entfernung sogar schon sehen. Ja? Also grundsätzlich Schlangen überhaupt gar nicht anfassen, gar nicht berühren, sondern wirklich Abstand halten. Aber sie greifen euch auch nicht an. Sie wollen euch auch nichts tun, auch nicht fressen unterwegs. Macht euch keine Sorgen. In der Regel trifft man Blindschleichen, die Ringelnatter, in manchen Fällen auch die Schlingnatter, die ist sehr, sehr selten. Die sollte auch unbedingt gemeldet werden, falls ihr die irgendwo seht. Und auch die Äskulapnatter. Und viel Glück, dann werde ich sie euch mal zeigen. Mit viel Glück. Ja, wenn sich eine Ringelnatter bedroht fühlt, dann ringelt sie sich so ein, dann zischt sie, dann faucht sie, aber beißen tun die nicht. Und ihr erkennt sie wirklich daran, dass sie hier einen Halbmond hat. Dieses Tier hat es nicht. Das ist sozusagen ein Schwärzling, wie ich vorhin schon erklärt habe. Und trotzdem erkenne ich, sie hat eine runde Augenpupille und weiß dann in Deutschland, aha, sie ist nicht giftig. Es ist keine Kreuzotter. Ja, manchmal finden Spaziergänger sogar eine Ringelnatter, die gerade eine Kröte oder einen Frosch frisst. Und das ist natürlich dann auch wirklich gut zu sehen, weil die Ringelnatter in dem Moment, oh, da geht sie in die Höhle, weil die nämlich in dem Moment nicht so schnell runterschlucken kann und auch nicht flüchtet und deshalb Spaziergänger sie sehr gut sehen können. Toll. Es gibt zwei Ringelnatterarten bei uns. Das ist die Barrenringelnatter mit der ausgeprägten Barrenzeichnung und die Nominatform, also die echte, gemeine Ringelnatter. Und die können sehr groß werden, 1 Meter, 1,10 Meter, in seltenen Fällen sogar 1,20 Meter. Aber das ist wirklich sehr selten. Das Tier, was wir jetzt hier sehen, ist ungefähr 90 cm lang, würde ich schätzen, bei gestreckter Position. Und genau wie ich Pilze sammel, geht sie jetzt Kröten und Frösche sammeln. Ja, ihr Lieben, das war's. Bleibt freundlich, nett und bis bald. Ringelnatterige Grüße.